Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja, beim letzten Mal haben wir einige dieser Zimmerer geknipst und damit vielleicht auch die menschlichen Säulen aufgelöst, man weiß es nicht. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob ich noch so ein paar von diesen Typen finde. Ach, sieh mal. Erstmal finden wir Kräutermedizin, sehr schön. Gut, warte mal, das ist das Kaminzimmer. Hier war ich ja schon mal ganz am Anfang. War ich da oben schon? Oben ist R, nicht L. Ach so, das ist hier. Ja, hier ist ja Yoshinos Zimmer, der Blendraum. Ich gehe erstmal hoch und guck mich mal um. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Lalalala. So. Oh, da kriselt's. Na, da ist irgendwas. Da ist nichts. Aber die Lampe ist aus. Warum ist die Lampe aus? Och nee. Nichts speichern für mich. Egal, ich gehe mal weiter. Für den Notfall habe ich ja noch meinen Steinspiegel. Da singt wieder jemand. Ist das Yoshino? Nee. Das hört sich an wie eine ältere Dame. Yoshino hat ja eigentlich nur immer gesagt, es ist nicht meine Schuld, ich war die Letzte. Oder nee, sie sagte, es ist ihre Schuld. Dass sie nichts dafür kann und so weiter. Okay. So, ich kann ja reinspähen. Dann spähen wir doch mal. Nichts. Warum kam eben dieser Herzschlag? Keine Ahnung. Ja, ist hier noch was? Warte mal. Ja, genau, da ist ja eine Tür. Hallo? Warum ist hier denn keine Tür? Da müsste doch einer. Seht ihr das? Seht ihr das? Diese Ritze hier. Da müsste ja theoretisch. Ja, da ist auch noch eine. Seht ihr, da ist eigentlich eine Tür. Das hebt sich deutlich ab von der Textur, man sieht es. Aber es ist keine. Ah, egal. Sehr, sehr seltsam, das alles. Ist da noch was? Da ist ja. Oh, das ist diese Leiche, die da hinter diesen Stoffen liegt, eingewickelt. Oh Mann, aber ich kann da nichts knipsen, das ist schon. Was? Oh! Nee! Och, ich hab's gewusst. Was ist das? Ah, das sind wieder diese schwarzen Männer, oder? Nee. Nee. Das ist ja Yoshino, ich hab's gewusst. Oh! Und nochmal. Und nochmal. Kernfoto. Ich weiß, du lebst. Hä? Ich hab's sie doch gar nicht. Das war doch kein Kill. Das war kein Kill. Na egal. das verwundert mich jetzt ein bisschen. Oh, seht mal. Ich nehme noch mal Reichweite, oder? Weil ich habe eben gemerkt, die ist doch schon recht kurz. Deswegen werde ich das mal ganz kurz skillen. Und Speicher. Ich nehme auch mal Speicher. Komm, was soll's. Das ist doch gut. Dann fehlt mir nicht mehr viel. Ja, ihr habt mir ja schon gesagt, ich soll komplett alles in Rei und Miku investieren, weil Kay ist eine Lusche und er kann eigentlich nur Schränke verschieben, so ungefähr. Ja, seine Kamera ist auch wirklich absolut schwach, seine Kamera Obscura. Das ist wirklich Quatsch, die zu skillen, finde ich. Oh, die Lampe ist wieder an. Sehr schön. Ich werde trotzdem nicht speichern. Das mache ich dann wieder in der Wohnung, denke ich. Ich meine, es ist nicht notwendig. Ich habe im Moment eigentlich überhaupt keine Probleme mit den Geistern. Und im Notfall hätte ich ja immer noch meine Steinspiegel und genug Medizin, denke ich. So. Mädchen, fotografiere sie. Nein, nein, das war zu langsam. Vor allem habe ich sie. Na, das war nicht zu langsam. Ich habe sie einfach nicht erwischt. Verdammt! Im ersten Moment hatte ich sie schon. Also der Sucher war blau. Oh nö! Kamera, Kamera, Kamera. Geht nicht. Oh, Mädchen, lach doch nicht. Das ist nicht lustig.
Ach, warte mal, ist das die Glockenblume? Na klar, ich habe ja den Schlüssel. Das Mädchen hat mich direkt schon hierauf hingewiesen. Das ist ja schön. Aber dieses Lachen finde ich unheimlich. Oh. Was? Diese Menschen müssen geopfert werden. Red nicht so ein Mist, Kind. Red nicht so einen Mist. Hier war ich noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Ah, ein unentdecktes Areal, das gefällt mir doch. Da liegt auch wieder was Feines für mich. Auf dem Regal liegen viele Schriftrollen. Was haben wir hier? Es brennt Licht am Schreibtisch, auf dem eine alte Schriftrolle ausgebreitet liegt. Anscheinend ist es eine Art Liste, auf der lauter Namen und Zahlen stehen. Ein Lithografiestein liegt als Beschwerer auf der Schriftrolle. Ah, sehr gut. Ja, Leute, jetzt haben wir endlich diesen Stein bekommen. Ach so, jetzt habe ich das weggedrückt. Die Linse Schmettern. Ach, die gab es da auch früher schon. Ich weiß gar nicht, was brachte die. Benötigt Geisterpunkte 2. Schaden steigt. Hiermit verursachen sie mehr Schaden als ein normales Foto. Benötigt 2 Geisterpunkte mit L1. Wenn sie während des Fatal Frame drücken, wird der Geist nur langsam zurückgeschleudert. So wird es leichter, nach dem Fatal Frame eine Combo durchzuführen. Je höher ihre Stufe, desto höher ist der Schaden beim Geist. Och ja. Das nutze ich mal, oder? Ich benutze diese langsame. Achso. Moment zurück. Ich benutze diese langsame Linse eh nicht, irgendwie. Nein, auch das nicht. So. Alles klar. Wunderbarst. Was haben wir hier noch? Ah. Ja, Typ 90 Film. Wie viel habe ich jetzt eigentlich davon? 4 Stück. Na toll. Und 61 habe ich auch eine Menge. Ich behalte mal den 7er kurz. Solange ich nicht kämpfen muss. Was haben wir hier? Ja, ich bin schon in Tag 6, also Stunde 6. Ich habe mal gespickt, gebe ich zu, wie viele Stunden es gibt, also wie viele Kapitel quasi. Und es sind wohl 13 oder 14, ich weiß es gar nicht mehr genau, je nachdem, wie man das letzte Kapitel zählt, was dann im Endeffekt nur noch das Ende ist. Kann ich da fotografieren? Ein Teil der Wand ist kaputt und ich kann in den nächsten Raum hineinsehen. Die andere Seite des Loches ist durch die Rückseite einer Truhe oder eines anderen Möbelstücks verstellt. Ich kann die Truhe nicht wegschieben. Ich kann Stöhnen aus dem Raum auf der anderen Seite der Wand hören. Vielleicht geht es irgendwie anders? Ja, lass mich raten, Kay muss das mal wieder erledigen. Ich habe ja anfangs gesagt, das ist wohl eines der längsten Teile. Ich habe nämlich mal bei Sui reingeschaut, Sui Shumaru, den kennen bestimmt einige von euch. Übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich das Let's Play angefangen habe. Eigentlich Hauptgrund ist Luna und Sui habe ich dann auch noch geschaut und deswegen. Ja, und er hat hier eine Menge Parts gebraucht und deswegen dachte ich, also eine Menge mehr als für 1 und 2. Deswegen dachte ich, das wäre der längste. Aber irgendwie hat er auch sehr kurze Parts gemacht. Von daher. Achso, da geht's weiter. Die Tür ist fest verschlossen. Ja, auch ein sehr guter Let's Player. Hat auch schon länger damit zu tun mit der Sache als ich. Und ja, auch recht unterhaltsam, sage ich mal. Eine sehr angenehme Art hat er auf jeden Fall. Na gut, dann gehe ich doch mal weiter. Ich muss noch mehr von diesen Zimmerleuten suchen. Ach man, das ärgert mich, dass ich das Mädchen vorher nicht erwischt habe. Denn ihr habt mir ja schon gesagt, man muss im Prinzip nach Möglichkeit alle Geister erwischen, dann bekommt man nämlich, wenn man sie immer erwischt, wohl irgendwann mal auch ein Bonus. Kann zumindest sein, muss nicht, aber es ist schon nett. So, und hier war ich jetzt noch nicht abschließend. Das ist nämlich wieder Mikus Abteilung. Oh, hier der Tattoo-Altar und hier da oben der Seilschrein. Seilpalast von mir aus. Ja, dann gehen wir mal weiter schauen. Was? Mit aller Macht versiegelt? Okay. Ja gut, wie gesagt, Mikus Ding ist das ja, ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Hier unten ging es ja nicht, im Foyer, da bräuchte ich ja hier einen Schlüssel. Ach so, ich habe ja den Stein bekommen, ganz vergessen. Warte mal, der Stein, der Stein, der Stein, war das hier? Nee. Das war hier, oder? Diese Tür hier. Oder war das hier? Ich muss jetzt einfach mal zurückgehen und auf gut Glück, ich habe es schon wieder ganz vergessen, leider, wo ich dieses. Ach nee, warte mal. Nee, das war ja bei Miku. Wo war denn hier bei Ray nochmal dieses Lithografie-Rätsel? Bin
mit den Steinen. Ach, ich weiß wo. Ich weiß, glaube ich, wo. Ich weiß wo, ich weiß wo. Dann laufe ich mal zurück. Hihihi. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ich hab's gesehen. Nein, ich war zu tief. Ah, höher, höher, höher. Oh, gerade so. Gerade so. Wer ist das denn? Aber ich bin so doof, ne? Also, es ist ja oft so, dass sie wohl auch die Linse genau so ausrichtet, wie man es gerade braucht zum Knipsen. Und ich muss dann gleich noch bewegen. Das ist so unnötig. Ich registriere zu spät, dass die Linse blau ist. Also diese Umrandung, dieses Frame sozusagen. Dieses Fatal Frame. Das hier war Yoshino in dem Raum, oder? Hier, meinte ich. Wo ich sie durchfotografiert habe im letzten Mal. Aber warum greift sie mich jetzt an? Ich meine, sie war doch eigentlich eine ganz nette. Aber... Oh. Ja, okay. Paranormale Aktivität. Vielleicht werden sie einfach, wenn sie zu Geistern werden, alle böse. Ich weiß es echt nicht, warum und wieso. Warum machen die das? So, warte mal. Das war nämlich ganz oben. Wenn ich jetzt hier rauf... Nicht rauf. L ist runter, R ist rauf. Meh. Hier oben war es nämlich. Nee, hier war es. Genau, diese Tür. Warte mal. Da brauchte ich, glaube ich, den Lithografiestein. Das werden wir gleich sehen. Ich bin ja gleich dort. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Von daher keine Panik. Don't panic. Da. War das hier oder noch eins weiter oben? Ach nee, das war das mit dem Regal. Ja, ja. Oh, dieses ekelhafte Geräusch, gell? Ich hasse hochfrequente Töne. So, hier war es, glaube ich. Da war das mit dem Lithografiestein. Ja, da war es doch. Perfekt. Hä? Nee, war es gar nicht. Das war gar nicht hier. Verdammt. Ach, hier kann ich ja auch lang, merke ich gerade. Da, da, da. Oh, oh. Wo, wo, wo? Habt ihr es eben gesehen? Der Sucher geht an. Hä? Ja, wo denn bloß? Ja, wo denn? Da unten irgendwo muss es sein. Ja, okay, wo denn? Oh, da war's doch. Was auch immer da war. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Das kann ich dann wohl entwickeln gehen lassen. Och Mann. Ist da noch was? Da liegt nichts, oder? Ah. Nein, da ist nichts. Wenn da wenigstens was glänzen würde. Mal da drüben, da war ja nur diese Kammer, wo es nirgendwo hinging. Ich war jetzt eigentlich fest der Meinung, dass hier oben der Lithografiestein war. Also mit Ray, dass ich den da einsetzen musste. Aber ich denke mal, das ist jetzt nur so ein Hin- und Her-Laufdingen, dass die mich von einer Richtung zur anderen schicken. Naja. Nee, dann war das irgendwo weiter hinten im Haus. Ich sag euch, manchmal mein Gedächtnis. Also mittlerweile die Räume, die kenne ich jetzt ziemlich gut, aber... Fragt mich nicht warum. Ich weiß leider nicht mehr, wo jetzt diese blöde Tür war. Blöde, blöde Tür. Das ist halt das, wenn man mit verschiedenen Personen spielt und sich jedes Mal alles wieder ein bisschen ändert, wenn man einen neuen Traum betritt. So, da war ich eben und jetzt bin ich hier. Das müsste dann die mittlere... Oh, da ist ja auch wieder alles voller Blut. Ach genau, hier habe ich ja schon gegen einen gekämpft, richtig. Da war diese Keiltür. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, dieser... Was? Dieser Schattenraum. Und dieses Rumpeln die ganze Zeit. Es ist so furchtbar, Leute. Es ist so furchtbar. Ich glaube, das ist der schlimmste Raum für mich im ganzen Haus. So, warte mal. Da komme ich nach unten. Und da ist dann Ende. Und hier neben ging es nicht weiter. Ach nee, das war ja der unterirdische Gang, ne? Ja.
Ist auch nichts mehr. Ne, habe ich aufgesammelt, da lag was. Och Mann! Ich bin so vergesslich auf einmal. Wo ist dieser doofe Raum? Och nö. Nein. Das ist aber nichts Rotes hier. Kein Krisseln und gar nichts. Ach Mann. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ich glaube, die wollen mich nur ein bisschen schocken, oder? Was? Da ist doch gar nichts. Ich gehe einfach weiter. Lass mich in Ruhe. Ihr dummen Geister. Alles klar, jetzt muss ich mich mal kurz... War das nicht hier? Im Glockenflur, beim Saal mit Tatami? Nee, oder? Ich kann mir vorstellen, dass ich hier noch einen der Zimmerer finde, aber da war nicht dieses... Och man, Leute, es ist nicht mehr viel Zeit und ich möchte gerne das Lätsel nachlöten. Genau. Mit lecker süß-sauer Leis möchte ich den Lätsel lösen. Oh ja, da ist Blut. Aber ganz schön viel Blut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tür ist fest verschlossen. Es fühlt sich so an, als ob jemand auf der anderen Seite dagegen drückt. Die Blutflecken auf dem Boden setzen sich unter der Tür fort. Oh, das ist verdammt viel Blut. Lass mich raten, ich muss von der anderen Seite rankommen. Das heißt, ich muss hier, hier, hier. Nee, das geht gar nicht. Doch. Ich muss hier durch, wahrscheinlich. Über den Tattoo-Schrein und dann hier hin. Oder warte, noch besser. Das obere Stockwerk. Nee, das ist ein Raum für sich. Verdammig. Verdammig. Och, nö. Ich möchte fotografieren. Ach, da oben. Fotografier doch. Es geht wohl nicht. Ach verdammt, vielleicht war ich auch zu langsam, ich weiß es nicht. Ach, schade. Schade, schade. Dann war das hier mit dem Stein, oder? Ach, bitte nicht. Ach, das ist sie wieder. War das hier? Nein, das war die Nelkengravur. Ach verdammt. Warum ist sie wieder da? Ich hab dich doch schon weggeknipst. Menno. Oder war das... Das war hier, Leute. Das war... Oder? Ach komm, ich geh einfach gucken jetzt. Ich geh jetzt gucken. Ich mutig, keine Angst. Nix Angst haben. Du brauchst gar nicht so rumfiepen. Ach nee, warte mal, das war doch... Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, nee, doch. Nee, doch, ja. Ich sehe dich. Warum habe ich die Tür eigentlich vorher nicht ausprobiert, frage ich mich gerade. Warum? Oh, da sind ja auch wieder Blutflecken. Sehr gut. Also nicht, dass ich die Blutflecken an sich gut finde, aber das heißt, dass es hier weitergeht. Ja, schön. Nicht schön. Uah! Hat sich da im Schrank versteckt. Na komm, greif mich an. Greif mich an. Jawoll! Oh, nochmal. Bist du tot? Ach, sieh mal an, ich kann das auch so machen. Ich kann ihn einfach mit S angreifen, mit dieser Zurückstoßlinse. Aber das war keiner dieser Baumeister. Ich habe zumindest nicht diese Figur gesehen, die sich auflöst. Da glänzt etwas. Kräutermedizin. Na gut. Was? Die Kammer ist leer und irgendwas stand da noch, verdammt.
Ja, ich drücke immer zu schnell, weil die Eingabe so verzögert ist. Und dann denke ich, ich habe nicht richtig gedrückt. Und dann drücke ich nochmal und. So. Verdammt. War das hier? Dann gehe ich erstmal nach Süden, weil da war ja damals bei Kay diese Tattoo-Frau, oder? Und hier haben wir angefangen. Was? 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 Eine Sackgasse, die in der die Wand durch einen Zaun ersetzt ist. Ich kann auf die andere Seite sehen. Auf der anderen Seite sieht es genau wie hier aus. Und das habe ich auch schon festgestellt. Deswegen war ich da einmal kurz verwirrt, als ich hier war mit Kay. Oh, oh, oh. Oh, da oben ist was. Ha, ich hab's doch gewusst. Und es ist. Ich sehe es eben gar nicht. Es ist immer nur so ganz schwach angedeutetes Schemen. Egal. Gut, Leute, wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch doch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch darauf. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ja, bis zum nächsten Mal mit Project Zero 3.